Morgen, meine lieben Freunde, Follower und Geistlichen. Kann man ja auch mal sagen, ne? Kann man ja auch mal grüßen. Wie geht's? Alles gut? Denke ich mal, ja. Was gibt's Neues? Relativ wenig, nehme ich an, oder? C-Krise, kann man ja schon nicht mehr hören. Ich kann es auch nicht mehr hören. Ich habe ja einen Flug gebucht. Ja. Muss mal wieder nach Hause. Meine Corona-Weltreise neigt sich dem Ende entgegen. Das heißt aber nicht, dass es nicht weiter Videos gibt. Und es ist ja auch noch nicht so weit. Es ist noch ein bisschen Zeit. Und wollen wir mal abwarten. Ich muss dir jetzt mal sagen. Ich habe ja in den letzten Wochen und Monaten, naja, Wochen, nennen wir es Wochen, so viele Monate waren es ja nicht, doch immer ziemlich heftige Kritik an Deutschland, seinen Botschaften, an der Politik und so weiter gelassen. Ich muss aber, eine Sache muss ich mal sagen. Es ist leider mittlerweile so, dass ich meinem Heimatland auch nicht gerade die goldene Nadel anstecken kann gerade. Denn auch die reagieren in einem unmenschlichen und für mich unverständlichen Weg. Das ist natürlich wieder Futter für die Leute, die jetzt sagen müssen, naja, jetzt seht ihr mal, warum die alle pflichten müssen. So ein Blödsinn. Nur weil eine Kokosnuss mehr jetzt denen auf den Kopf fallen könnte, ist ja auch kein Grund, jetzt irgendwie abzuhauen. Aber gut, ist halt mal ein bisschen, muss mal angesprochen werden, finde ich. Was gibt's Neues? Gibt eigentlich nicht viel Neues. Mein lieber Freund, Dr. Bodo Schiffmann, schlägt sich ganz gut. Fast weiterhin alles gut zusammen. Ich muss sagen, kann ich gar nichts dran kritisieren gerade. Ach, doch, da war was. Spendenaufruf. Muss das sein, Schiffmann? Muss das sein? Wo, siehst du mich hier groß dauernd ständig irgendwie ein Konto einblenden, wo Leute irgendwas spenden können? Nö, wir bezahlen das aus eigener Tasche. Und wir haben 600 Kinder und Jugendliche zu versorgen. Frag mich mal, was du zu versorgen hast. Außer vielleicht die neueste Kameratechnik. Hast bei mir schon mal ein Greenscreen im Hintergrund gesehen? Nö, war. Vielleicht hole ich mir mal so eine Mülltüte und hänge die dahinter, damit ich auch mal so ein bisschen hübscher aussehe. Naja, die Greediness, wie man das auf Englisch sagt, keine Ahnung, was das auf Deutsch heißt. Arschlochverhalten oder so. Es ist eben noch immer nicht ganz raus in Deutschland. Leider. Leider gibt es immer noch viel zu viele, die sich auf ihren Millionen ausruhen und trotzdem um Spenden betteln. Aber gut, ich sag mal, das ist jetzt ja auch keine Kritik an meinem Freund und Weggefährten Dr. Bodo Schiffmann. Das ist ja mehr so eine Kritik allgemein an der Gesellschaft. Und die ist in Deutschland, hat die anscheinend noch nicht genug Corona abgekriegt. Es ist sehr zart, was ich jetzt sage. Aber es gibt einfach noch, es gibt viele gute Leute. Es gibt viele gute Leute, die gehen hier so langsam immer mehr unter. Genauso gut wie gute Betriebe und so weiter. Es gibt aber auch eine Menge Arschlöcher. Immer noch. Und die haben es immer noch nicht kapiert. Und leider kommen die aus der Oberschicht. Aber gut. Das ist auch wieder mal so eine persönliche Meinung, ne? Kann man jetzt halten, wie man will. Für mich geht's zurück. Müssen wir wieder nach Afrika. Der Grund ist, da gehöre ich einfach hin. Hier in der Welt habe ich nichts verloren. Außerdem muss ich sagen, dass hier scheint ja so langsam alles normal zu werden. Relativ normal. Ich meine, würde sich das Volk mehr auflehnen, würde es wahrscheinlich schneller gehen, aber so langsam kommen so, die neue Normalität kommt so durch, ne? Die wird einem so hintenrum ganz langsam aufgezwängt und ja. Bei mir zu Hause sieht es da noch ein bisschen anders aus. Da leben alle immer noch im Knast. Das ist natürlich relativ schrecklich, aber so ist das dann nun mal jetzt. Ihr seht schon, heute ist ein bisschen ein nachdenkliches Video, wenn ich so sehe. Was war noch da? Neuer Wurstskandal, Corona-Skandal da in Löhne oder Lohne? Lohne, ne? Lohne heißt es. Das nette Örtchen in Niedersachsen. Tja, mal sehen. Wie heißt der? Armin die Lusche Laschek? Irgendjemand sagt das immer so.
Das ist auch nicht schlecht. Aber der hat ja damit nichts zu tun. Mal gucken, was in Niedersachsen jetzt so passiert. Bin ich auch mal ganz gespannt. Waren ein paar Demos am Wochenende, soweit ich weiß. Da hat auch keiner drauf gehört. Die Presse arbeitet sich so langsam vor. Also man muss mal sagen, es ist mal wieder so typisch Deutschland. Es passiert überhaupt nichts. Es passiert eigentlich gar nichts. Und das ist schade, weil sie werden sich noch alle wundern. Nicht dieses Jahr, nächstes Jahr. Dann kommt nämlich die Rechnung für dieses, für diesen Corona-Spaß. Ja, also es kommt immer alles so, wie es soll. Daher bin ich dieser Tage ganz entspannt. Ich gehe heute mal wieder in die Hauptstadt zurück, auf Berlin, ja. Kann man ja auch mal so sagen. Mal gucken, was da so geht. Wahrscheinlich auch nicht mehr als in irgendeinem Dorf im Westerwald. Aber ist schön, mal frei zu haben. Ne? Leute, war jetzt eher ein nicht wirklich informatives Video. Würde mich einfach nochmal wieder gemeldet haben. Nehmt es mir nicht übel. Dieser Tage bin ich relativ sprachlos. Merkel hatte Geburtstag, ne? Vor ein paar Tagen. Oh Gott. Wunderbar. Ob sie ein Geschenk gekriegt hat? Also, was sagt die Glocke? Zeit. Macht's gut. Ciao.